Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, noch einmal herzlich willkommen auch an diesem Platz hier in dieser schönen Stadt Heidelberg, in der wir uns gestern und heute zu unserer Auftaktklausurtagung des Bundesvorstandes und des Präsidiums der CDU Deutschlands getroffen haben. Sie kennen das Programm, Sie haben mitbekommen, worüber wir gestern und heute beraten haben. Wir hatten ja auch gestern einen Auftakt mit dem Besuch in dem Europäischen Molekularbiologie-Laboratorium hier in Heidelberg, eines der führenden Forschungsinstitutionen der ganzen Welt zum Thema Molekularbiologie. Wir haben das ganz bewusst gewählt, um auch uns einmal mit neuesten Forschungsergebnissen, neuen Technologien zu beschäftigen in diesem Bereich. Wir hatten gestern Abend Christian Klein, den Vorstandsvorsitzenden der SAP, zu Besuch. Heute Morgen Martin Brudermüller, den Vorstandsvorsitzenden der BASF. Wir haben uns also sehr ausführlich mit Themen der Wirtschaftspolitik, der Forschungspolitik, der Digitalpolitik befasst. Aber der eigentliche lang vorbereitete Anlass dieser Klausurtagung heute war die Verabschiedung des Entwurfs des vierten Grundsatzprogramms der CDU Deutschlands. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein auf unserem Weg der inhaltlichen Erneuerung unserer Partei. Das neue Programm soll den Titel tragen: In Freiheit leben, Deutschland sicher in die Zukunft führen. Dieses Programm atmet den Geist von Freiheit, Sicherheit, Aufbruch und Zusammenhalt. Es ist das vierte Grundsatzprogramm der CDU, das habe ich bereits gesagt, nach 1978, 1994 und 2007. Und damit haben wir uns an diesem Wochenende jetzt vorläufig abschließend nach 17 Jahren wieder einmal mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich grundsätzlich CDU? Das ist notwendig geworden, auch durch die Zeitabläufe der letzten Jahre. Ich will es aus meiner Sicht sagen, das ist eine anstrengende Arbeit, eine sehr aufwendige Arbeit, eine auch von breiten Teilen der Partei begleitete Arbeit gewesen in 10 Kommissionen, die über 2 Jahre jetzt getagt haben. Und ich will ausdrücklich Dank sagen Carsten Lindemann und Serap Güler und Mario Vogt, die den Hauptteil der Arbeit geleistet haben, aber vor allem eben Carsten Lindemann, der ja zu Beginn der Arbeit zunächst der Vorsitzende der Grundsatzprogrammkommission war und seit der Mitte des letzten Jahres dann auch als Generalsekretär dieser Arbeit sehr eng begleitet hat. Carsten Lindemann und sein Team haben mir wirklich, Carsten, ich will das nochmal auch hier vor der Presse sagen, eine ganz hervorragende Arbeit geleistet. Sie alle wissen, dass wir schon am 11. Dezember den Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt haben, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Bundesvorstand. Vom rein prozeduralen Weg sollten Sie wissen, das ist nicht die endgültige Beschlussfassung heute, sondern das ist ein Antrag, den der Bundesvorstand an den nächsten Bundesparteitag stellt, der vom 5. bis zum 7. Mai in Berlin stattfinden wird. Und wir werden bis dahin diese 4 Monate jetzt nutzen, um in der Partei dieses Grundsatzprogramm zur Diskussion zu stellen. Und es wird dann final Anfang Mai in Berlin verabschiedet. Aber ich kann vielleicht so viel schon sagen. Ich bin auch mit dem Ergebnis der Beratungen sehr zufrieden. Das ist die Handschrift der CDU. Mir sagen viele CDU-Wählerinnen und Wähler, viele Mitglieder, mir sagen viele, die Sympathie mit uns haben, wir erkennen jetzt die CDU wieder. Das ist die CDU, die ich gerne haben möchte. Und das ist die CDU, die jetzt auch das Programm für die nächsten Jahre, für die Zukunft unseres Landes schreibt. Wie gesagt, in Freiheit leben ist der Titel und ich denke, dass dies schon sehr viel aussagt und darunter die Fragen der Sicherheit, der marktwirtschaftlichen Ordnung, der Arbeitsmarktordnung, vieler der Fragen, die wir in Deutschland ja beantworten müssen, wenn wir wieder regieren wollen. Es geht in diesem Grundsatzprogramm eben zum einen um unsere grundsätzlichen Werte und Überzeugungen, zum anderen um die wesentlichen Punkte, die uns auch von anderen Parteien sehr deutlich unterscheiden. Ich freue mich, dass ich feststellen kann, dass der Bundesvorstand der CDU diesen Programmentwurf heute einstimmig beschlossen hat. Wir haben gestern und auch heute Morgen noch einmal über einige der Positionen noch mal in Ruhe beraten. Aber es gibt jetzt einen einstimmigen Beschluss des Bundesvorstandes der CDU Deutschlands für den nächsten Bundesparteitag im Mai.
Wir haben darüber hinaus eine Heidelberger Erklärung verabschiedet. In einzelhaften Details wird der Generalsekretär gleich noch einmal erläutern, wo wir uns mit aktuellen politischen Fragen beschäftigen, wo wir auch versuchen, auf das Jahr 2024 und unsere Erwartungen noch einmal einzugehen, sodass wir dazu noch einmal etwas auch ausgeführt haben. Ich will abschließend sagen, dass die Wahlen im Jahr 2024 natürlich auch ganz wesentlich von der Frage geprägt sein werden, wo steht die CDU, wie stark ist die CDU. Das gilt für die Europawahlen. Am selben Tag finden in 8 Bundesländern Kommunalwahlen statt, 14 Tage vorher schon in Thüringen Kommunalwahlen und dann am 1. September die Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen und am 22. September die Landtagswahlen in Brandenburg. Wir werden in diese Wahlen gehen mit einer sehr klaren, sehr harten Auseinandersetzung, insbesondere gegen die AfD. Die AfD ist hier wahrscheinlich die größte Herausforderung, vor der wir im Osten stehen. Aber die Kolleginnen und Kollegen aus dem Osten weisen zu Recht darauf hin, das ist kein spezifisch ostdeutsches Thema, sondern das ist ein gesamtdeutsches Thema. Wir alle demokratischen Parteien der politischen Mitte haben die Aufgabe, sich mit dieser Partei jetzt sehr hart auseinanderzusetzen. Ich erwarte das auch von der SPD, von der FDP und den Grünen, dass sie das tun. Das ist eine Herausforderung für uns alle. Und soweit die CDU unmittelbar betroffen ist von Dingen, die wir nicht akzeptieren werden, will ich das auch sehr deutlich sagen. Das, was da im November wohl in der Nähe von Potsdam stattgefunden hat, in einem kleinen Schloss dort, wenn da CDU-Mitglieder beteiligt gewesen sind, und das scheint so zu sein, dann wird dies sehr harte Konsequenzen haben. Wir werden es nicht dulden, dass Mitglieder der CDU sich in irgendeiner Weise mit solchen Leuten zusammentun und hier derartig widerwärtige politische Themen besprechen. Ich schließe jedenfalls vollkommen aus, dass wir das akzeptieren, dulden. Ich schließe auch vollkommen weiter aus, dass wir in irgendeiner Weise mit der AfD zusammenarbeiten. Es gibt dazu einen Beschluss des Bundesparteitages, der gilt. Daran wird nicht gerüttelt. Und ich werde für den Fall, dass es hier nicht zu einer Parteigründung der sogenannten Werteunion kommt, dann ist ohnehin jede Zusammenarbeit beendet, auch mit Mitgliedern der Werteunion. Wenn es nicht zu einer Parteigründung kommen sollte, dann werde ich dem nächsten Bundesparteitag auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss vorlegen zur Mitgliedschaft in der Werteunion und zur Mitgliedschaft in der CDU. Auch nachdem wir dieses Grundsatzprogramm jetzt hier verabschiedet haben, heute im Bundesvorstand, will ich sagen, wenn es denn jemals überhaupt einen Grund gegeben hat, eine solche sogenannte Werteunion zu gründen. Mit spätestens dem heutigen Tag ist jede Begründung dafür weggefallen. Es gibt keinen Grund mehr, sich irgendwo außerhalb der regulären Strukturen unserer Partei für die Grundwerte unserer Partei, für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einzusetzen, für Sicherheit im Wandel, für Freiheit in Deutschland. Alle diejenigen, die guten Willens sind und unsere Überzeugungen teilen, unsere Grundwerte teilen, können das in der CDU tun, in ihren Vereinigungen tun, in ihren Landesverbänden, in ihren Kreisverbänden tun. Außerhalb dieser Strukturen ist für Politik der CDU kein Platz. Wer es anders meint, soll gehen. Herzlichen Dank. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.